wieder eure Melissa Ming und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder ein neues Beauty Skincare Video und zwar zeige ich euch heute wieder eine Methode, wie ihr auf natürliche Art und Weise eure Haut aufhellen könnt und das mit nur zwei Zutaten, die ihr wahrscheinlich alle zu Hause habt und zwar Milch und Bier. Okay, bei Bier bin ich mir nicht sicher, ob ihr das alle zu Hause habt, aber Milch auf jeden Fall. Ich war heute den ganzen Tag wandern und zwar in der prallen Sonne und obwohl ich einen Hut hatte, kommen ja trotzdem UV-Strahlen auf eure Haut durch Reflexion, zum Beispiel durch Glas oder durchs Wasser und deswegen muss ich mir sowas mal wieder gönnen. Es ist super effektiv, es hält nicht nur eure Haut auf natürliche Art und Weise, sondern es macht eure Haut wirklich sehr schön geschmeidig. Also Leute, wenn ihr eurer Haut was Gutes tun wollt, dann schaut dieses Video und ich wünsche euch ganz viel Spaß. So, und weil ich das Ganze auch auf meinem Gesicht auftragen möchte, weil ja mein Gesicht auch weiß sein soll, nicht nur mein ganzer Körper, muss ich mich natürlich vorher sehr gründlich abschminken und ich schminke mich mit meinem Favorite-Produkt ab, The Kind Balm von Yepoda. Die mir schon länger folgt, ihr wisst, das ist mein Favorite-Produkt und ihr habt es auch schon in meinen letzten Videos gesehen. Und dazu feuchte ich erstmal mein Gesicht an mit Water. So, danach gehe ich mit einem kleinen Löffelchen rein und hole mir so ein bisschen Balm raus, verteile sie auf meine Fingerspitzen und er schmilzt in Sekunden. Ich bin immer noch mega begeistert, ich liebe das einfach und mache sie auf meinem Gesicht. Da ist einmal Oliven- und Kokosöl drin und das macht eure Haut so krass geschmeidig, ne? Und es entfernt so gut. Ich habe wirklich so viele Produkte für Reinigung ausprobiert für mein Gesicht und ich musste immer mit Gesichtswasser drüber. Aber damit, es ist einfach, es wird einfach magnetisch angezogen von dem Tuch, was ich gleich benutze. Ich zeige euch das gleich, damit ihr wisst, was ich meine. So, ich habe mein Tuch jetzt nass gemacht und ich gehe dann damit durch mein Gesicht. Und es wird alles einfach wie ein Magnet angezogen. Schaut mal, ich war jetzt erst einmal damit durch, unter meinen Augen und meine Lippen und es ist schon so viel dran. Also dieses Produkt schont nicht nur euer Gesicht, weil ihr braucht dafür nur ein Produkt. Und zweitens, es ist gut für die Umwelt, weil ihr natürlich nicht extra Wattepads für euer Gesicht braucht. Also hier zum Beispiel, wenn das ganze Make-up nicht ab sein sollte, das habe ich früher immer gemacht bei meinen alten Produkten, aber bei dem brauche ich wirklich nur das Balm. Also Leute, wenn ihr an Korean Skincare interessiert seid, dann schaut unbedingt bei Yepoda vorbei. Und das ist mein absolutes Lieblingsprodukt mit dem Serum dazu, The Repair Hero. Schaut unbedingt vorbei und in der Beschreibung findet ihr auch einen Code von mir. Dafür spart ihr auch nochmal ein bisschen Geld, ne? Ist immer gut. So, ich wechsle mal jetzt zum Voice-Over und zeige euch, wie ich mir das Ganze zubereite. Als erstes braucht ihr einmal euer Bier, schüttet das rein. Es ist eigentlich ganz egal, was für ein Bier ihr nehmt. Dann braucht ihr einmal Milch und hier muss ich sagen, je höher der Fettgehalt ist, desto mehr wird eure Haut mit Feuchtigkeit versorgt. Also ein kleiner Tipp an alle, wie ich zum Beispiel, die unter trockener Haut leiden. Und das war's eigentlich auch schon, ganz einfach. Und jetzt vermixt ihr alles. Ich habe jetzt so ein kleines Löffelchen genommen und vermixe das Ganze schön miteinander. Milch, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, versorgt eure Haut schön mit Feuchtigkeit, da sie Fette und Eiweiße enthalten. Außerdem enthält Milch Vitamin A, was müde Haut strahlender macht, und Vitamin E, welches die Haut regeneriert, und Vitamin B, was sie strafft. Die Eigenschaften von Bier wiederum reinigt eure Haut, neutralisiert euren pH-Wert der Haut und es strafft ebenfalls eure Haut und zusätzlich hält es dunkle Stellen auf. So, und jetzt geht's auch schon unter die Dusche, ganz vorsichtig. Ich hatte total Angst, dass ich die Schüssel irgendwie fallen lasse oder so. So, ihr duscht euch erstmal ab, so wie ich. Erstmal ohne Duschgel und alles, weil das kommt danach. Dann nehmt ihr euch die Schüssel zur Hand und verteilt eure Milch-Bier-Mischung auf eure Haut. Und wichtig ist hier, ihr müsst überall gut verteilen, allen Stellen und vor allem an den Stellen, wo sie ein bisschen dunkler sind, zum Beispiel unter euren Armen oder an euren Ellbogen. Ich wende sie natürlich auch auf meinem Gesicht an. Ich denke nicht, dass es zu allergischen Reaktionen kommen kann, aber falls ihr sicher gehen wollt, dann testet vorher diesen Milchbierbad vorher an einer kleinen Stelle aus. So, dann lasst ihr das Ganze für circa 10 bis 15 Minuten einwirken auf eure Haut. Ihr könnt entweder rausgehen, am Handy chillen oder whatever, aber ich bleibe lieber im Bad, weil sonst wird es echt eine Sauerei.
Und ich nutze die Zeit, um alles nochmal in meine Haut einzumassieren. Und ich merke auch schon, wie meine Haut das aufnimmt. Und so eine Massage ist natürlich auch mega gut für eure Haut und eure Durchblutung. So, die 15 Minuten sind jetzt um bei mir. Dann gehe ich jetzt einmal ganz normal duschen mit warmem Wasser und Duschgel. So, ich bin jetzt fertig mit meinem Milchbierbad und ich muss jetzt mit offener Tür filmen, weil alles beschlägt, sonst auch die Kamera. Was ihr bei dem Milch-Bierbad beachten müsst, ist, dass ihr auch zum Beispiel eure Ellenbogenpart oder jetzt unter euren Armen, also Stellen, die wirklich dazu neigen, dunkel zu werden oder auch an den Knien, gut einreibt, weil das hält die Stellen natürlich super auf. Und ich merke schon jetzt, ich habe super weiche Hände und eigentlich ist es so, dass meine Hände immer mega trocken sind, aber jetzt sind sie wirklich sehr weich. So, und wenn ihr das beste Ergebnis rausholen wollt, würde ich euch anschließend nach diesem Milchbierbad eine Maske empfehlen zur Aufhellung. Ich habe ja dazu schon mal ein Video gemacht vor ein paar Monaten, wo ich euch zeige, wie man so eine Maske macht aus Kurkuma. Und Kurkuma ist ja dafür bekannt, dass es die Haut auf natürliche Art und Weise aufhält und das benutzen Menschen schon jahrelang. Viele von euch haben mir dann auch unter die Kommentare bzw. auch in meinen DMs auf Instagram geschrieben, dass sie das Ganze nicht verstehen, wie man das jetzt das Ganze mischt. Und das Hauptproblem war auch, dass das Kurkuma von euch irgendwie zu gelb ist. Und wenn ihr übelst faul seid und keinen Bock habt, das zuzubereiten oder irgendwie ihr keine Ahnung habt, wie man das macht, weil euer Kurkuma zu gelb ist oder wie ich hier zum Beispiel sehr oft reise, würde ich euch auch von Yepoda eine Maske empfehlen, die ist auch zur Hautaufhellung und zwar ist das die The Detox Maske. Da ist auch Vitamin C und Kurkuma drin. Also die meisten Zutaten, die hier drin stecken, hellen eure Haut auf. Es steht hier auch nochmal, hier seht ihr das, Brightening, also extra fürs Hautaufhellen und Vitamin C hält natürlich auch eure Haut auf und verjüngt sie. So, dafür nehme ich mir einen Pinsel und verteile die Maske auf meinem Gesicht. Und die könnt ihr 1 bis 2 Mal in der Woche benutzen. Ich würde euch empfehlen, die abends zu benutzen, aber ihr könnt natürlich sie auch morgens benutzen. Aber ich bin immer so, abends ist so mein Relax-Time. Und das ist ja irgendwie auch so wie so ein kleines Spa-Erlebnis. So, und das Wichtigste, ich sag's euch immer wieder, auf dem Hals, weil es sieht komisch aus, wenn euer Gesicht irgendwie blass ist und euer Hals braun. So, und das Ganze lasst ihr dann 15 Minuten einwirken und wascht es dann mit warmem Wasser ab. Und ich kann es euch nur empfehlen, vor allem für diejenigen, die faul sind und viel reisen, es hält eure Haut super auf. So, die 15 Minuten sind um und ich habe jetzt die Maske mit warmem Wasser abgewaschen und dann fahrt ihr einfach mit eurer normalen Skincare fort. Ich benutze hier einmal mein Serum und meine Feuchtigkeitscreme von Yepoda und wenn es schnell sein muss, dann mache ich mir ein paar Pumpstöße davon auf meine Handflächen, also das Serum und die Feuchtigkeitscreme gemischt und verteile sie mir dann auf meinem Gesicht. Boah, schaut mal, wie schön meine Haut einfach glowt. I love it. Schaut euch das an. Tada! No Make-up, no Filter. Yepoda hat wirklich super Skincare-Produkte, Korean Skincare halt. Man kann es nur lieben. Und auch die Detox-Maske findet ihr alles im Online-Shop. Check it out. Und benutzt meinen Code, wenn ihr was bestellt. So Leute, das war's auch schon mit meinem selbstgebrauten Bier-Milchbad. Und hier seht ihr das Ergebnis. Meine Haut glowt auch übelst krass. Und wenn ihr es öfter anwendet, vor allem so an Stellen, wo es dunkel ist, zum Beispiel an den Ellbogen, wie gesagt, oder unter den Armen, es ist einfach super. Theoretisch könnt ihr die Maske jeden Tag benutzen. Ich bin aber echt faul und benutze sie nur 1-2 Mal im Monat. Und falls ihr irgendwie ein Shooting habt oder irgendwas Wichtiges plant, dann könnt ihr das wirklich jeden Tag bis zu diesem Event benutzen, damit eure Haut strahlt einfach. Und ja Leute, checkt auf jeden Fall noch die anderen Videos von mir aus, wo ich euch auch Tipps gebe, wie man helle Haut bekommt. Und das war's auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und subscribe nicht vergessen. Macht die Glocke, um nichts zu verpassen. Folgt mir gerne auf Social Media Kanälen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.